Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Hass Reiter und wir sind auf einem Vorgestellt unterwegs, und zwar Mayhem in Single Valley. Ja, ich habe den Ski bekommen, ohne ihn angefragt zu haben, und naja, ich habe gedacht, okay, dann schaust du mal, ob es läuft. Ist nämlich ein Windows-Spiel und ja, erster Versuch damals war nicht so dolle, weil ich schwarzen Bildschirm hatte, es passierte nichts. Beim zweiten Start habe ich dann doch tatsächlich dieses Logo gesehen, habe dann kurz mal reingeschaut, aber so ganz habe ich jetzt nicht so verstanden, worum es ging. Aber naja, wir werden es nach dem Intro sehen, wie es losgeht, und ich würde dann mal sagen, bis gleich. Ja, wie ihr seht, seht ihr nichts. Das ist das Problem von der Unity Engine. Auf Linux kann man solche Videos nicht sehen. Aber naja, jetzt hier geht's los mit BASD. Das hier ist unsere Spielfigur. Und ich muss jetzt hier irgendwie retten die Leute, die da aus diesem Flugzeug abstürzen. Das habe ich noch mitgekriegt. Die fallen da gleich hinten alle irgendwie raus. Ich muss die irgendwie aneinander kriegen, dass die nicht abstürzen oder sowas. Und ja, wie ihr jetzt seht, da kommt einer und ich muss den haben. Habe ich doch nicht, und den habe ich auch nicht. Den habe ich, und dann fliegen immer so Teile durch die Gegend und ich muss gucken, dass die Teile mir nicht die Leute abreißen, wie gerade geschehen. Und das ist mein größtes Problem. Und da vorne fällt auch einer raus und den habe ich nicht erwischt. Da kommt auch noch einer. Ja, wäre schön gewesen, wenn ihr euch da mal anpackt. Wieso geht das jetzt nicht? Schade, ne? Ja, irgendwas passt gerade nicht. Oh, das ist doof, ne? Ich kann die jetzt nicht einsammeln, oder wie sehe ich das? Doch, da. Ja, schade. Okay. Noch einen. Da muss ich aufpassen, dass ich den nicht erwische. Den habe ich gekriegt. Da habe ich einen ganzen Rattenschwanz jetzt mit. Muss aber aufpassen. Ja, jetzt stürzt er ab und ich glaube, ich habe das jetzt irgendwie geschafft oder auch nicht. Ich weiß es nicht. So, da wachen wir auf. Wenn wir F drücken, wie da oben steht. Jetzt bin ich in mein Zimmerchen. Was für ein verrückter Traum. Ich schnapp mir besser meine To-Do-Liste. Mal sehen, was heute auf dem Programm steht. Okay. To-Do-Liste, da auf dem Tisch wahrscheinlich. F. Da ist sie. Zum Öffnen der Quest. Die To-Do-Liste ist die Questliste. Öffne die To-Do-Liste, habe ich schon geschafft. Meine Trainingsmusik spielen, meine Turnschuhe anziehen. Das sind zwei Ziele, die ich jetzt hier machen muss. Ja, dann würde ich sagen, Schuhe wahrscheinlich da hinten im Schrank. Gucken wir mal rein. Okay, da sind sie. F zum Interagieren. Ja, wie sind sie gleich angezogen, oder wie sehe ich das? Oder auch nicht. Und daneben, das ist ein Kassettenrekorder, oder? Okay, da ist die Musik. Zum Springen soll ich Dingens-Taste, aber mein Questbook ist voll noch. Ausdauertraining, dreimal springen, Beweglichkeitstraining, Ausweichen üben, Krafttraining, Zimmer aufräumen. Dreimal springen. Springen mit Leertaste. 1, 2, 3. Geschafft. Doppeltippen auf A, D oder rechte Maustaste, um auszuweichen. Das haben wir auch schon. Möbel Shift gedrückt halten, um sie zu verschieben. Shift. Okay, geht. Muss ich wohl nochmal machen. Oder. Ah, jetzt hat es geklappt. Was ist das in meiner Tasche? Ach, meine Tablette, die habe ich gestern Abend vergessen. Wenn das Inventar geöffnet ist, drücke Leertaste, um eine Tablette zu nehmen. Inventar öffnen. Leertaste, um... Naja, da muss ich jetzt wahrscheinlich noch drauf gehen. Jo. Die lässt meine Kopfschmerzen für heute verschwinden. Ich habe noch so viel zu erledigen, bevor ich gehe. Aber erst sehe ich nach, was Mama macht. Okay, was hat er denn noch zu erledigen, bevor er geht? Vor allem F. Dann gehen wir mal hier durch. So, da ist noch eine Tür. Ist da mal hinter. Sieht nach einem Badezimmer aus. Ja, ist ein Badezimmer. F. Okay, was sind das? Taschentücher oder was? Ich glaube so diese... Na? Okay, da habe ich irgendwelche Tabletten gesammelt. War das die Quest oder was?
Meine Tasche überprüfen, meine Tablette nehmen. Meine Tasche habe ich schon gemacht. Gehe zu Mama und sprich mit ihr. Okay, dann gehen wir zu Mama. Gucken, wo Mama ist. Hier links ist noch eine Tür. Ist da Mama? Hier ist das Schlafzimmer, aber hier ist keine Mama. Na, gucken wir uns später mal noch um. Gehen wir erstmal Mama suchen. Hier geht es eine Treppe runter. Okay, links ist wohl Mama, rechts Papa und da ist noch eine Heulsoße dabei. Dann gehen wir erstmal zu Mama. Guten Morgen, Jack. Ist es schön draußen? Warum machst du nicht eine Pause und siehst selbst nach? Zu viel Abwasch, vielleicht später. Kann ich dir irgendetwas behelfen? Sicher, der Hund hat im Hinterhof ein ziemliches Chaos angerichtet und dein Bruder muss Mittagsschlaf halten. Mama ist so traurig, vielleicht kann ich sie irgendwie aufheitern. So, Questbook. Da waren wir, räume den Hundekot weg, bringe deinen kleinen Bruder ins Bett. Da ist mein kleiner Bruder, den müssen wir jetzt ins Bett bringen. Seite wechseln, achso, das waren die vorherigen Seiten, alles klar. Da ist mein kleiner Bruder. So, jetzt renne ich weg. Hey kleiner Mann, bereit für ein Nickerchen? Hilfst du sie, wenn du deinen Teddy hast? Okay, ich glaube, da rechts ist schon der Teddy. Jetzt haben wir den Teddy. Jetzt gehen wir zum kleinen Bruder. Kleiner Bruder, bleib doch mal hier. Ah, hier, kleiner Mann, kannst jetzt schlafen. Schatz, gib mir mal ein Bier, ja? Okay, das sind wahrscheinlich alles hier Bierdosen oder sowas. Hat ja wieder gut geklappt. Jetzt bringen wir den Kleinen ins Bett. Das war oben im Schlafzimmer, oder? Da war auf jeden Fall auch ein Kinderbett. Hier ist es doch, da muss er bestimmt pennen. Und er ratzt schon, super. Gut, und jetzt war die nächste Aufgabe, den Hundekot wegmachen, naja. Dann gehen wir mal nach draußen. Da ist Mama und neben Mama war irgendwie eine Tür. Okay, dann gehen wir doch da mal raus, oder? Okay, da dampfen schon irgendwelche Raufen. Ist hier irgendwie was? Da ist ein Ball. Keine Ahnung, was ich jetzt mit dem Ball machen kann. Da ist nochmal ein F. Ah, ich kann den Hund streicheln, alles klar. Guter junger Murphy. Ah, Murphy ist das. Okay, und was ist das hier? Aha. Irgendwas mit Hunde. Jetzt nehmen wir hier das F mit dem Code. Was ist das für ein Balken da? Und jetzt drücke linke zum Werfen in der Richtung des Hauszeigers. Und das hier ist die Kiste, wo ich hinzeigen muss. Oh Gott, was ist das? Ja, was muss ich tun? Ich glaube, ich bin gerade kaputt gegangen. Ich hätte irgendwas machen müssen mit dem Hundekot, aber vielleicht soll ich den auch werfen? Keine Ahnung. Den fasse ich besser nicht mit den. Ah, okay. Dann war das da oben irgendwie eine Tüte oder was? Okay, warte mal, Questbook angucken, ne? Bring dein kleines Boot. Ach so, okay, Hundeboot weg. Da steht sonst nichts. Okay. Vielleicht dahin werfen? Vielleicht jetzt dahin werfen? Okay. Da ist nochmal was. Ich weiß nicht, ob das da oben eine Zündschnur ist oder was. Okay, und da unten ist jetzt noch ein Haufen. Oh, der hat schon wieder dahin gemacht, der Hund. Oh, super. Was macht denn der da immerhin? Ne? Jetzt habe ich es weggeschafft, zum Glück. Okay, Aufgabe. Finde meinen Rucksack. Ich glaube, der war da drinnen.
Der stand unten, oder? Wenn er das denn war. Sah auf jeden Fall so ähnlich aus wie ein Rucksack. Ja, da unten ist er. Sieht auf jeden Fall wie ein Rucksack aus. Sehr gut. Findet Jacks Zulassungsbescheid, findet Jacks Medikamente, findet Jacks Pass, findet Jacks Ersparnis, findet Jacks Flugticket. Okay. Da im Schrank ist auf jeden Fall was. Kann man aber nichts. Da. Okay, was war das? Zulassungsbescheid, ja, okay. Was ist das hier oben? Keine Ahnung. Hey, geh da weg. Keine Ahnung, was das ist. Kann ich dieses Sofa bewegen? Ja. Springen wir da drauf. Springen wir da drauf. Aber keine Ahnung, passierte nichts. Konnte ich auf jeden Fall nicht mit F aufnehmen. Ne? Was war da jetzt gerade ein F? Selben alten Nachrichten, Katastrophen und drohende Gefahren in Single Valley. Okay. Das war das, was im Dingens war. Wer hat diesen Idioten gewählt? Was hier am Tisch? Stinky Milk Missing. Ich hoffe, jemand findet sie bald. Okay. Hier blitzt noch was im Mülleimer oder was das auch immer ist. Okay, wie ist mein Flugticket hierher gelangt? Okay, das war das Flugticket. Hier. Mama, du hast wieder deinen Kaffee in der Mikrowelle gelassen. Danke, Jack, ich hole ihn mir später. Kann ich das nochmal machen? Mama, du hast wieder deinen Kaffee. Danke, ich hole ihn mir später. Okay, das bringt nichts. Dann gucken wir nochmal nach oben. Was musste ich denn noch haben? L findet Jacks Pass, findet Jacks Ersparnisse. Zwei Sachen also noch. Okay, ein Pass. Vielleicht hier im Nachttisch. Ja, da geht nur die Lampe an, auf der anderen Seite. Ah, ja, das sieht nach einem Pass aus. Offenbar hat Papa meinen Pass hier versteckt. Gut, dann haben wir das. Geht hier am Schrank was? Nein. Hier an dieser Kommode. F, ach, da ist die Lampe. Okay, an der Kommode geht wohl nichts. Der kurze ratzt noch. Gehen wir mal in mein Zimmer. Und da oben, das sind die Ersparnisse. Achso, dann müssen wir jetzt hier Shift-Taste drücken und das dahin machen. Und jetzt F drücken, ne? Und da haben wir unsere Kohle. Ich denke, das ist alles selbstverständlich. Ich denke, das ist alles. Zeit, sich von allen zu verabschieden. Logbuch. Von Murphy, Mama, Papa und dem kleinen Bruder. Der kleine Bruder ist der erste, der jetzt hier ist. Der schläft da ja. Okay. Ich werde dich vermissen, kleiner Mann. Pass auf Mama auf, okay? Ich hoffe, Papa ist nachsichtig mit dir. Ich werde dich vermissen, kleiner Mann. Okay. Ja, nicht wieder F drücken. Gut, den haben wir schon. Jetzt gehen wir runter. Murphy war der Hund, ne? Mama und Papa. Ja, Papa sitzt da. Dann machen wir erstmal den Hund. Wo ist Murphy? Da. Du wirst mir fehlen, Murphy. Ich besuche dich so oft ich kann. Okay, der nächste abgeschlossene. So, dann rein. Dann Mama. Ich gehe jetzt, Mama. Ich werde dich vermissen. Ich dich auch. Ruf gleich an, wenn du angekommen bist. Mach ich. Okay, jetzt geht sie da und heult am Tisch rum. Ne, schläft, oder? Ne, die schläft. Und jetzt noch bei Papa Tschüss sagen. Ich gehe jetzt, Papa. Du gehst nirgendwo hin, auch wenn du eine moderne Kunsthochschule besuchst, kannst du vernünftig sein. Vielleicht kann ich ihn weglocken. Lege einen Köder aus. Das hier sind doch Bierpullen oder was war das? Oder da oben auf dem Nachttisch, ne? Aber ich glaube, das konnte man nicht nehmen, oder? Da stand doch ein Bier oder sowas wahrscheinlich, oder? Das sieht doch da oben nach einem Bier aus, oder? Nichts zu sehen, nur schokorige Verpackungen, alte Zeitschriften. Okay, dann nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder runter und gucken da nochmal rum. Vielleicht da in den Küchenschränken oder so. Okay, da fallen schon diese grünen Dinger, also Bierdosen und was auch immer ist raus.
Achso, jetzt kann ich aufnehmen. Kein Platz mehr. Okay, aber ich muss den Köder auslegen. Das ist, geht mit C, steht da. So, da trinkt er sich jetzt ein Bierchen. Achso, er geht dann nicht dahin. Dann nochmal C. Alter, geh doch mal an der Seite, dann komme ich da auch durch. Ah, zwei Bier und dann geht er. Wunderbar, ich sollte einen letzten Blick auf Single Valley werfen, bevor ich gehe. Die Aussicht ist immer besser von oben. Okay, das war das Baumhaus, ne, oder? Wo der vorhin gesagt hätte. Ah, super, ich musste die Tür nehmen. Hm. So. Hier ist das Baumhaus. Dann gucken wir doch da mal rein. Und eine Filmsequenz. Ich werde diese Aussicht vermissen. Okay, da ist ein Fluss und da ist eine alte Dame und da ist ein Eichhörnchen oder was auch immer. Da kommt ein LKW, der irgendwas Gefährliches mit hat. Das ist ein Alien oder was war das? Und der vergiftet gerade den Fluss. Das Eichhörnchen ist jetzt nicht mehr so nett. Er greift jetzt hier die Oma an. Haut den Gehstuhl auseinander oder was auch immer ist und haut die Oma kaputt. Na super. Was zum... Der Fluss wurde vergiftet. Okay. Achso, ich muss weiterklicken. Du da, du hast es getan. Der zeigt auf mich. Ich habe Augen wie ein Adler. Ich erkenne dich und ich werde es allen sagen. Okay. Da ist dieses Eichhörnchen. Ich muss Mama warnen. Dann wollen wir gleich wieder runter, ne? Wo ist Mama? Was ist los, Junge? Okay, da ist diese Katze. Ich kann nicht weglaufen, oder? Das Alien hat meine Sachen gestohlen. Na super. Wo ist es denn? Jetzt hat es mich umgehauen und mich kaputt gemacht. Ja, ich glaube, gegen das Eichhörnchen habe ich jetzt gerade nicht die Chance. Diese Eichhörnchen kann nicht weit gekommen sein. Ich sollte nach Mrs. Crane sehen. Achso, das war die, die ich oben gesehen habe. Hilfe, jemand ist da. Okay, dieses Eichhörnchen ist ja gefährlich. Das würden wir jetzt mal besser nicht anpassen. Ach, der andere ist auch schon gefährlich. Ja, ich glaube, ich muss mal weiter weggehen. Weil die hinter mir her sind, oder? Oh, das nächste Eichhörnchen, na super. Ich glaube, da habe ich jetzt keine Chance gerade. Okay, da ist das zweite Eichhörnchen. Wie kann ich Mrs. Crane jetzt helfen? Eine schreckliche Kreatur hat mich angegriffen. Sie hat eine schreckliche Kreatur angegriffen. Sie hat mir Holzbeine, Hüfte und meine Arme. Gebissen. Ja, was mache ich jetzt? Gegen diese Eichhörnchen habe ich keine Chance dann, oder? Bist du so nett und holst meine Gehhilfe? Okay. Jetzt habe ich die Gehhilfe. Muss um mein Leben hier rennen. Ja, schade, das schaffe ich jetzt nicht. Einen größeren Weg laufen. Das war nix. Ah, da ist auch noch einer. Sie hat ihre Gehhilfe auf jeden Fall wieder. Danke, junger Mann. Willst du was Süßes? Jetzt habe ich was Süßes. Ich habe keine Ahnung, wie ich da weiterkomme. Was kann ich mit dem Süßen machen, ist die Frage, ne? Kommen die nach oder nicht? Kommen nicht nach. Puh, was sagt mein Logbuch? Folge dem Eichhörnchen und hol dir deine Sachen zurück.
Ja, aber die greifen mich doch an, da bin ich ja schon einmal tot. Nicht verfügbar. Ich brauche hier sowas, eine Zwille. Ja, wo komme ich da dran? Ne? Gute Frage, ne? Ja, aber ich sehe ja schon, dass die Folge schon wieder weit fortgeschritten ist. Ich denke mal, wir haben jetzt hier gerade einen ruhenden Punkt. Jetzt würde ich sagen, machen wir das so, dass wir da erst eine Pause machen. Ich denke mal, dass wir noch eine Vorgeschau 2 davon machen, auf jeden Fall. Vielleicht auch noch eine 3. Mal gucken, wie wir da weiterkommen. So ganz ist es nicht so das Spiel, was ich mir wünschen würde, sozusagen. Ich habe es aber umsonst gekriegt und wollte es vorstellen, mache ich natürlich. Und ja, müssen wir mal gucken, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.